Also, eben haben wir, bitte von der Bahn, unbedingt von der Bahn runter, nehmt die Mädels mit, jawohl, super, gleich gibt's die Siegerehrung. Eben haben wir Silvio Schürmeister gesehen, jetzt Christiane Klopsch. Und wir können wieder klatschen für Christiane Klopsch und für die anderen Mädels, auch für Lisa Maria Kubi, gut dabei, die Jugendliche, aber Christiane Klopsch ist natürlich vorne, 39,3 vorne. Da hat sie sich richtig hineinkatapultiert in das Rennen. Die beste 400 Meter Hürdenläuferin des vergangenen Jahres in Deutschland. Achte bei der Team EM in Getzelt ist sie gewesen. Was kann sie jetzt im zweiten Lauf nochmal anbieten? Deutlich vorne. Sie gewinnt das Rennen. Inoffiziell 39,8. Also, die 39,3 bleiben natürlich. Und vielleicht haben ja die Mädels auf den anderen Plätzen auch ihre Zeiten erfüllt. Wie gesagt, da waren einige Jugendliche dabei. Für die ging es um das Hineinkommen.